Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 77. Aha, der kleine Rico legt sich ins Bett. Ist denn schon wieder Abend? Sieht so aus. Nee, es ist morgen, 7.23 Uhr. Na, vielleicht ist er noch nicht ausgeschlafen. Jo, ich habe hier extra mal ein Feuer angemacht. Muttern ist schon bei der Arbeit, so viel ich weiß. Und ich habe mich vollgeladen mit allerlei Sachen zu verkaufen. Also neue Eisenpfeile, Ledertaschen und ich glaube auch Suppen, ja. Da werde ich versuchen, in Denizza noch ordentlich Geld zu machen. Und aktuell sind die Steuern bei 1915. Da kommt natürlich noch was drauf. Und wir haben wie viel Geld? 4.000. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gut Geld mache in Denizza, könnte ich noch ein Schaf kaufen. Das wäre doch toll. Und mir ist noch was aufgefallen. Und zwar Radegunda ist es, glaube ich. Die hat sich verpartnert. Hier, jetzt sieht man hier. Familie mit Znamir. Ich glaube, die waren auch schon ziemlich lange zusammen. Ja, und ich nehme mal an, dass die dann auch demnächst ein Kind kriegen. Die anderen haben das alle noch nicht. Ich guck noch mal. Hier, die ist auch ziemlich zufrieden. Die lebt auch schon ziemlich lange mit ihrem Partner, glaube ich. Aber die hat noch keine Familie. Also es geht jetzt möglicherweise los mit den anderen Babys im Dorf. Das wäre doch toll. Weil, ja, das Dorf ist groß genug, dass wir ein paar Frauen im Mutterschaftsurlaub verkraften können, würde ich sagen. Und hier wurden Karotten angesät, sehr brav. Ich werde die jetzt einfach, werde denen mal einen freien Tag gönnen, den Feldarbeitern. Und ich gehe einfach mal nach Denizza. So, mal ausnahmsweise am sonnigen Tag. Ist doch ein herrliches Winterwetter. Ich soll dann vielleicht, wenn ich wieder da bin, auch nochmal checken, ob es noch was zu reparieren gibt. Denn das war ja durch den Sturm alles etwas holterdiepolter. Jo, wir sehen uns in Denizza. So. Da bin ich und ich hoffe, sie haben viel Geld. Gehe ich erstmal zu Mathilda. Ja, die ist in der guten Stube. So, meine Liebe, ich habe wieder viel zum Kaufen mitgebracht. So, erstmal kriegt sie die ganze dicke Suppe verkauft. Ja, das bringt schon mal einen Tausender. Und jetzt hat sie nur noch 5 Gold. Tja, aber sie hat wieder Suppe, um sie an ihr Dorf zu verkaufen. Nach dem Motto, ah, Mathilda macht immer die tolle, dicke Suppe. Dabei kocht die eigentlich ich. So, und jetzt suchen wir den Dagobert und hoffen, dass der ordentlich viel Geld einstecken hat. Da auf dem Feld ist er mal wieder. So. Ja, alles Karotten. Gut. Jo. Oh, er hat nur 871. Das ist aber tragisch. Dann verkaufe ich ihm hier mal Lederbeutel. Und ein paar von den Pfeilen. Tja. So ein Pech. Aber ich würde sagen, es waren fast 2000 Gold. Und ich kann ja morgen in Gostovia dann auch noch dem Unigost was verkaufen. Und da gibt es ja sowieso 4 Händler in Gostovia. Das sollte ich nochmal fleißig Eisenpfeile und dergleichen produzieren. Und zur Not kann ich auch noch nach Borovo gehen.
Und was ich gucken könnte, ist, wenn ich hier ein Schaf gekauft habe, ob der Dagobert dann vielleicht mehr Geld hat. Oh, die ist aber teuer. Eieieiei. Aber es müsste trotzdem reichen. Wenn, dann kaufe ich ein Lamm. So. Und eine Ziege würde mir schon auch noch gefallen. So, ja, schon passiert. Aber letztlich ist die Milch nicht so wichtig. Die will ich nur so als Gag haben und für die Eimerproduktion vielleicht, weil ich es lustig finde, Milch zu haben. Man kann mit der nicht viel anfangen, außer natürlich trinken. Aber die Wolle, die brauche ich tatsächlich für diese Lampen unter anderem. So. Ja, jetzt haben wir noch ein Lamm gekauft. Und gucken wir mal, wer hier so rumlungert, ob da irgendwelche neuen sind. Strohgebor. No, der ist jetzt nicht so spannend. Der sieht neu aus. Wilemir? Nee, ich glaube, den kennen wir schon. Ja, wäre okay. Haut mich jetzt aber auch nicht so vom Hocker. Und Siegfrieda kennen wir, glaube ich, schon. Ja. Ja. Ich denke mal, so welche, die einen vom Hocker hauen, gibt es normalerweise auch gar nicht mehr. Ich würde sagen, ich belasse es mal dabei. Wir brauchen momentan keine neuen Leute. Zumal ich ja gar kein leeres Haus habe. Jo, dann sehen wir uns mal im Dorf wieder. Ja, hier ist es einfach so wunderschön in dieser Winterlandschaft, dass ich euch das letzte Stückchen einfach mal mitnehmen wollte. Es ist doch herrlich hier. Ah, dann könnte ich auch mal wieder die Fallen leeren. So, die sind ja jetzt hier direkt bei der Palisade. Das ganze Landschaftsbild hat sich durch die Palisade schon stark geändert, finde ich. Guck mal hier, die Ratte. Hat einen ganz schön dicken Schwanz. So. Okay. So, da muss ich ein bisschen was sammeln. Ja, dann werden hier wenigstens die Stöcke ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht mal, wann wir die dritte Taverne bauen können. Denn die hätte ich schon gerne. Gerade jetzt so im Winter ist es doch ein bisschen kühl. Gut, jetzt ist der letzte Wintertag. Danach freut man sich wieder über eine offene Taverne. Aber trotzdem hätte ich gerne die Steintaverne. Und dann, ja, mit so Biergarten davor machen und so, dass es so richtig schön nett ist. So. So wie in Gostovia, aber noch schöner. So. Ich hoffe, jetzt habe ich ein paar Jagdpunkte gewonnen. Ah, und jetzt gucken wir erstmal, ob noch irgendwas kaputt ist. So.
So. Wow, die haben hier ja jede Menge Quests für mich. Aber momentan habe ich keinen Bedarf an Quests zu machen. Vielleicht, falls mir langweilig wird oder so. Gut, was wollte ich gucken? Gebäude. Beschädigt. Kann man hier natürlich nicht sehen. Ja, darum gehe ich vielleicht einfach auch mal mit dem Reparaturhammer hier durch. Ich schätze mal, da oben ist wahrscheinlich nichts kaputt. Oh, aber hier, das Lebensmittellager. Und wie? Ja, komm. Nee, das lassen wir schon noch an. Latschen hier einfach einmal durchs Dorf. Ich habe sogar auch schon überlegt, ob ich vielleicht nach und nach die kleinen Häuser in größere verwandle. Also immer ein großes Haus baue und dann jemanden ausziehen lassen. Und das kleine Haus dann abreißen und dann dort ein großes und so. Das wird natürlich bedeuten, dass hier statt drei würden hier nur noch zwei hinpassen und hier ebenso. Aber wir haben ja viel Platz und solange die das Häuserlimit nicht erhöhen, ja, kann ich abreißen und neu bauen. Ich meine, aktuell hat das wirklich keine hohe Priorität. Ich denke mal, das... Da kann ich nochmal einen Blick drauf werfen. Aber das sieht eigentlich alles ganz gut aus. So. Ja, und die Schmiede könnte man natürlich auch nochmal upgraden. Zur Steinschmiede. Aber sie ist eigentlich ganz schön so. Gucken wir mal, was es so für Möglichkeiten gibt. Jetzt fängt so langsam die Phase an, wo man das Wichtigste hat. Und wo es nicht mehr so dringend viel zu tun gibt. Und dann fragt man sich ja, was kann man optimieren, toller, besser, sonst was machen. Also das Dreier-Ressourcenlager, das mir ja sehr unter den Nägeln brennt. Da muss ich viel bauen und da würde es dann Sinn machen, viel zu bauen. Hat ein größeres Lager als die vorherige Version. Da hätte ich jetzt gerne eine Info, wie groß das Lager dann wirklich ist. Aber es ist klar, das werde ich brauchen. Und sonst gibt es hier eigentlich nichts, das ich brauche. Die Jagdhütte. Das läuft eigentlich ganz gut. Irgendwann können wir mal eine Fischerhütte 2 machen. Die wir aber eigentlich nicht unbedingt brauchen. Aber man könnte sie so just for fun machen. Hier. Fertig. Ah, der Kuhstall kommt erst noch. Das heißt, wir können jetzt noch keinen Eimer selber machen, auch wenn wir das kaufen würden. Weil wir das nicht kaufen können. Und aber durch die Milch kriegen wir Eimer. Da müssen wir gleich mal gucken. Denn ich glaube, wir haben schon Eimer. Und das Lebensmittellager 3 ist noch weit entfernt. Das hatte ich mir irgendwie näher erhofft. Naja, ich denke mal, wenn wir mehr... Schafe und vielleicht Ziegen haben und auch mehr Hühner, dann wird das hier vielleicht schon schneller voranschreiten. Aber im Prinzip brauchen wir doppelt so viele Landwirtschaftspunkte, um endlich das Lebensmittellager 3 zu haben. Das ist doof. Darauf hätte ich mich schon arg gefreut. Und die Taverne 3 ist in erreichbarer Nähe. Dann muss ich nur viel... Handwerken und kochen. Das tue ich ja sowieso. Also die wird es wohl am nächsten geben. Und die Schmiede,
Die könnte ich schon bauen. Die neue Schmiede. Ja, wenn mir mal langweilig wird, könnte ich das mal machen. Jetzt gucken wir mal, ob das neue Schäfchen angekommen ist. Oh, und die Schuhschere, die sollte ich mir freischalten. Das ist wahrscheinlich hier bei Pferch. So. Ja, das Geld wird schon weniger. Aber in Gostovia werde ich neues Geld verdienen können. So, und jetzt gucken wir mal. Die macht man bestimmt hier. Die Schuhschere. 4 Eisen. Okay. Ich hoffe, dass meine Mitarbeiter mir heute genügend Materialien sammeln, dass ich noch viele Eisenpfeile herstellen kann heute Abend. So. Schuhschere. Ding, ding. Gut. Jetzt gucken wir mal, ob sich da schon was machen lässt. Also dieses hier hat ja noch kaum Wolle. Erstmal sollte ich die aktivieren, die Schuhschere. Die lege ich mir mal auf die 7. 7? Das arme Schaf. Aber das hat hier kaum Wolle. Nee, 7. Hm? Jetzt bin ich hier gehüpft. Aber ich habe jetzt 2 Lämmer, das ist doch gut. Und er kümmert sich da natürlich auch immer drum. Hier, das kann ich scheren. Das probieren wir mal. Aber vorher mache ich hier noch ein Erinnerungsbild, weil die sehen doch einfach allerliebst aus. Scharf. Guck mal hoch. Ja, sehr schön. Und jetzt scheren wir mal. Das ist auch lustig. Hier sieht es jetzt so richtig dreckig und gescheckt aus. Und wenn man näher kommt, sieht es sauberer aus. Und jetzt rennt's weg. Lass dich mal scheren. So. Okay, jetzt habe ich 2 Wolle. Gut, 2 Wolle ist natürlich nicht viel. Schnipp, schnapp, schnipp. Es ist ein bisschen unheimlich. Dieses Schaf kann man bestimmt auch noch nicht scheren. Das schläft noch. Eigentlich ist es natürlich gemein, wenn man die im Winter schert. Ah. Ist das alte oder das neue? Und hier das Zicklein. Ich steck die mal weg. Die Schere. Jetzt gucke ich mal, was die Statistik hier zu dem Pferch sagt. So. Und was ich mich auch frage, wenn ich jetzt selber schere, ob das dann dem Tierzüchter was wegnimmt. Ja, also immerhin, hier wird 0,2 fast Eimer Milch pro Stunde produziert und 0,9 Wolle pro Stunde. Das heißt, in den Lagern könnten wir davon schon was vorfinden. Ach, ich finde die schön. Ich denke mal, ich werde schon noch ein paar Ziegen kaufen, weil ich die einfach so cool finde. So, dann gucken wir mal im Lager. Aber ich hätte jetzt gar kein, nicht genug Geld, um diese Laterne zu kaufen. Weil den Rest möchte ich schon für die Steuern aufbewahren.
Aber es ist schon mal gut, wenn sich da Wolle ansammelt. Hier, 17 Wolle. Na bitte. Mach mal gleich mal einen Wollfaden. Und ja, und hier wird Leinenfaden und Leinengewebe. Nee, das wurde produziert oder ich habe das reingelegt, weil wir haben gerade niemanden in der Näherei am Arbeiten. So. Und jetzt gucken wir hier. Da! 4 Eimer Milch mit jeweils 10. Jetzt gucken wir mal, wie diese Eimer Milch funktioniert. Einen nehmen wir uns mal. Und dann gehen wir mal raus. Und gucken uns das mal an mit dem Eimer. Ich glaube, den muss man ausrüsten. Da ist er. Ein Eimer Milch, 10 von 10. Das ist ja ähnlich wie bei dem Trinkschlauch. Da steht dann auch 4 von 4. Ah, und das Fleisch hätte ich natürlich ins Lebensmittellager bringen können. Ja, ich lege mir das... Huch! Ah ja, jetzt habe ich ein Eimer Milch verbraucht. 9 von 10. Okay. Es bringt 6 Lebensmittel und 10 Wasser. Der wird also einfach gegessen, knusprig, ein Eimer Milch verbraucht. Irgendwie. Okay, und ausrüsten kann man ihn dann vielleicht, wenn er leer ist oder so. Ich leg ihn mal ab, damit wir ihn mal angucken können. Das ist der Eimer Milch. Ein Eimer Milch. Sieht hübsch aus, aber wahrscheinlich, wenn man ihn hier draußen stehen lässt, wird er vergammeln, weil da ja Milch drin ist. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich ihn ganz austrinke. Denn wenn er sich ein bisschen verhält wie der Trinkschlauch, müsste er dann ja da sein. Aber den Trinkschlauch, da trinkt man ja nur von, wenn man den ausgerüstet hat. Es ist also irgendwie etwas anders. So, also. So, jetzt wird spannend. Jetzt ist der Eimer weg. Okay, gut. Das habe ich befürchtet. Aber es soll irgendwie möglich sein, diese Eimer Milch in irgendeine... Oh nein, ich habe ihn. Ich habe ihn. Hier, da ist der Eimer. Ja, er ist nur aus dem Lebensmittel verschwunden und jetzt ist er wahrscheinlich bei Werkzeugen oder so. Ja, er ist jetzt bei den Werkzeugen. Cool. Und jetzt kann ich ihn ausrüsten. Vielleicht. Ablegen, ausrüsten, jawohl. F, wir legen immer auf die 5. Er wiegt immerhin ein Kilo. Da ist der Trinkschlauch besser. Aber man kann halt mehr Wasser drin transportieren. Gucken wir mal. 5. Und jetzt muss ich erstmal trinken. Und dann... Weil irgendwie hieß es, man kann den auffüllen wie den Trinkschlauch. Aber das scheint mir irgendwie nicht ganz so. Hier sagt man ja Fill Waterskin. Das mache ich jetzt bei der Gelegenheit auch mal.
So. Und jetzt habe ich den hier schon in der Hand. Oh, wenn man mit der Maus klickt. Plus ein Eimer mit Wasser. Okay, und jetzt gucken wir wieder. Und jetzt habe ich ein Eimer mit Wasser. Ist das cool? Und wenn ich... Ah. Wenn ich jetzt hier davon trinke, kriege ich plus 25 Wasser. Das ist gut. Und er wiegt immer noch nur 1 Kilo. Das heißt, wenn ich auf eine längere Tour gehe in Gegenden, wo es kein Wasser gibt, dann nimmt man sich noch so einen Eimer mit Wasser mit und kann dann unterwegs davon trinken. Und ich guck mal, ob ich den vielleicht in die Taverne stellen kann. In der Taverne brauchen die auch Eimer mit Wasser zum Backen. Komischerweise nicht für die Suppe, aber zum Backen. Und dann wird er aber verbraucht. Das ist doch doof. Zumindest habe ich das gehört. Und backen kann man sowieso erst, wenn man Taverne 3 hat. Glaube ich. Da können wir auch noch mal gerade gucken. Wo haben wir denn? Der ist jetzt wieder bei Lebensmitteln. Plopp, da steht er jetzt. Ist doch cool. Ja, und ich meine, so ein Eimer mit Milch kann man ja auch einfach mal mitnehmen, um gemütlich Milch zu trinken. Überhaupt, was wird denn das bringen? Aber ich glaube, es ist kein großes Geschäft, die Milch zu verkaufen. Das hätte ich bestimmt schon gehört. So. Ja, hier steht 100 ist der Preis. Wir nehmen einfach nur einen mit. Aber wahrscheinlich würden wir den dann samt Milch, also das Ding Eimer und die Milch verkaufen. Aber vielleicht kriegen wir dafür 30 Euro oder so, 30 Gold. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Und es macht halt relativ satt. Das wäre dann, wenn man den austrinkt, hat man 60 Nährwert und hat trotzdem noch einen Eimer. Na, da muss ich mal schauen, was sich da für Möglichkeiten ergeben. Ja, was für ein herrlicher Tag. Mal gucken, was der Sohnemann so macht. Das hier sollte ich mal nehmen und etwas gerader hinwerfen. So. Und hier habe ich auch allen möglichen Kram, den ich gar nicht brauche aktuell. Na, das liegt doch schon etwas besser. So, gucken wir mal, ob er da immer noch ist. Nee. Das ist vernünftig. Der treibt sich jetzt irgendwo rum. Fragt sich nur, wo. Da sitzt er wieder am Feuer. Ach, Bübchen, mitten auf dem Schnee. Es wird Zeit, dass du lernst, dich auf die Bank zu setzen. Du kannst doch auch mal in die Taverne gehen. Da gibt's immer schöne, leckere, warme Suppe. Und was ich mich ein bisschen frag, ob der gewachsen ist, seit der 2 ist, oder ob die exakt gleich groß bleiben in den Jahren, bis sie 5 sind. Also eins ist klar, er ist weiterhin barfuß und in dem Hämmertl unterwegs, aber ich habe das Gefühl, als wäre er schon ein bisschen gewachsen. Wie alt ist er eigentlich inzwischen? 3. Naja, das muss ich mal im Auge behalten. Okay, und er hat jetzt lauter Fähigkeiten auf 1, was ja normal ist in dem Alter.
Und ich muss immer mal gucken. Naja, wahrscheinlich wird nicht innerhalb eines Tages das Baby von Radegunda geboren. Jo. Ist so friedlich hier alles. Ja, was ich mir auch Verrücktes gedacht habe, ist, ob ich vielleicht ein Ressourcenlager 2 vielleicht doch in Denica mache. Obwohl, nee, das wäre wahrscheinlich dumm, weil ich kann mir ja einen größeren Rucksack machen. Und dann brauche ich wirklich nicht unbedingt ein zusätzliches Ressourcenlager. Da muss man dann ja auch ein Stück hin und her rennen und so. Jetzt gucke ich mal, wie weit dieser tolle Rucksack noch weit weg ist. Das ist, glaube ich, Näherei 3. Die kann ich nämlich inzwischen. Ich kann mir den kaufen, wenn ich mal wieder 2000 Gold habe, die ich nicht für ein Schaf ausgeben will. Ja, muss ich halt nochmal ordentlich Geld verdienen. Die große Tasche kann ich mir auch leisten. Und die Lampe ist wo? Mal gucken. Ist die hier? Hier ist die. Kostet auch 2000. Ja, ich muss einfach ordentlich schnitzen und sonst was machen. Viel Geld verdienen. Durch die ganze Gegend ziehen und den allen das Geld abknöppen mit meinen schicken Waren. Und dann kann ich mir den großen Rucksack leisten und die Dorflaternen. Ja. Und dann kann ich überlegen, ob ich... Ich wollte halt gerne eigentlich warten, dieses hier Ressourcenlager zu ersetzen, bis ich das Dreier habe. Aber das zieht sich noch so lange. Naja, muss ich so in der Zwischenzeit halt hier Holz auslagern und das Material irgendwie anderweitig verbrauchen. Hier sind wir schon über die 2000 rüber. Die produzieren einfach wie die Weltmeister. Was ja gut ist. So, nehmen wir mal 40 Eisen rüber. Und Federn. Na, Federn produzieren sie gerade nicht so schnell, wie das Eisen produziert wird. Also relativ gesehen, weil man braucht 50 Federn und nur 10 Eisen für die Dingenskirchen. Und auch die Stockproduktion ist nicht so schnell. Kann ich das noch tragen? Ja, 150 Stock, das müsste noch gehen. So, schlepp, schlepp. Das heißt, ich stelle mal die Stockproduktion hoch und die Federnproduktion. Die produzieren sowieso zu viel schweres Material. Also Holzschuppen. Etwas weniger Rundholz und stattdessen mehr Stöcke. Zumindest mal vorübergehend. Und hier auch. Und falls das Rundholz dann mal wieder knapp wird, kann ich das ja wieder ändern. Okay. Und beim Grabungsschuppen, tja, wenn ich jetzt Häuser umbaue, brauche ich natürlich die Steine, die produzieren. Ja, das habe ich schon auf 10% gestellt. Ich denke mal, das kann ich so lassen. Und dann wollte ich noch die Jäger und den Hühnerstall. Da... Okay, das kann ich nicht ändern. Das kommt, wie es kommt. Aber hier kann ich was ändern.
Ein bisschen weniger Fleisch und dafür mehr Federn, vielleicht auch weniger Leder. Reicht mir das? Ich denke ja, mache ich hier auch mal weniger, also mehr Federn. Gut. Und dann schauen wir mal, ob diese Einstellung so passt. Die haben schon wieder Feierabend. Ach, wie süß, die gehen jetzt auch ins Bett. Ja, schlaft gut, meine Lieben. Und ich hole mir hier noch ein paar Federn raus. Ja, da habe ich noch ganz viele. Das ist sehr gut. Also. Ja, Stöcke sind auch ein bisschen knapp. Also wenn ich hier 4 Portionen machen will, bräuchte ich mehr Stöcke. Muss ich mir halt noch mal mehr Stöcke holen. So. Und vor allem mehr Federn. 150. So. So, jawohl, das müsste reichen. Und die Stöcke sind halt knapp, da hole ich mir dann noch welche nach aus dem Lager. Mach erstmal nur 3. So. Gut. Ja, und ich denke, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich werde mich über Nacht noch ein bisschen mit der Produktion beschäftigen. Und dann geht's am nächsten Tag nach Gustovia zum Steuern zahlen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.